Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Pokémon Schwert. Hallo. Ja, schon wieder. Ich bin schon wieder da. Ich stelle einfach keine Fragen und akzeptiere einfach, dass du hier bist, ne? Ja, stell einfach keine Fragen. Akzeptiere, dass ich hier bin. Ich, Metal Mario Master, bin überall und nirgends. Ja, ich bin immer im Menü, weil hier so viele Pokémon rumlaufen und... Keine Ahnung, bei der Tales of Serie ist das auch immer. Ich will gerade meinen Part ankündigen, dann kommt irgendein Gegner in mich reingerannt und unterbricht mich. Finde ich voll zum Kotzen. So, mir ist gerade noch was eingefallen. Was denn? Und zwar, Sternschauer, Zahltag. Ne. Dreck. Hätte sein können, dass eine Pflanze irgendwie Zahltag lernt. Ob eine Pflanze Zahltag? Oh, ich habe was vergessen. Was denn? Das Glitzerding. Oh, das Glitzerding vom Anfang. Ja, was ich dir gezeigt habe. Genau. Das wollte ich im Part aufnehmen und gucken, was das ist. Wir haben übrigens ein Nugget verkauft. Unser Taschengeld ein bisschen hoch zu ballern. Wir haben einen Riesenpilz gefunden. Auch gut zum Verkaufen, ja. damit das Taschengeld auch wieder blüht. Ja, aber Pilze brauchen doch normalerweise immer irgendwie Leute. Ja, normalerweise ja, aber ich verkaufe sie halt immer wieder. So. Du. Hi. Ha, jetzt habe ich zur Abwechslung meinen Trainer entdeckt und kein Pokémon. Lass mich gleich mal gucken, wie stark du bist. Das ist ein kleiner Typ, mein fertig. Jobby. Was? Ein Knospi. Das ist jetzt ein bisschen dämlich. Das ist sogar sehr dämlich. Ich meine, dieses Pokémon ist sogar im Vorteil. Ich glaube, du weißt, was für ein Typ Knospi ist, ne? Pflanze und... Pflanze Gift. Das ist die Vorentwicklung von Roselia. Ach ja, boah. Ja, was ich so alles weiß, wenn du mich jetzt nicht hättest, dann wärst du hoffnungslos aufgeschmissen. Kommt das aus Diamant und Perl? Ja. Okay, stimmt. Dann überrasch mich da nicht, weil das habe ich am wenigsten gespielt von allen Pokémon-Spielen. Ich frag mich, warum? Ich fand Diamant, Perl, Platin echt cool. Ich habe das mal durchgespielt einmal, aber... Ich habe alle drei Editionen Irgendwann habe ich die Edition verloren oder so, oder ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe die jemandem verliehen oder jemand hat mir die geklaut. Ich hatte sie jedenfalls nicht mehr irgendwann. Ja, schade. Aber Diamant, Perl, Platin gehört zu den besten Gens überhaupt. Ja. Ich habe alle drei Editionen auch durchgespielt. Jetzt nur Diamant finde ich halt leider nicht mehr. Was ziemlich schade ist, aber ich habe noch Perl und Platin. Ich wollte die Spiele eigentlich gerne mal weiterspielen, weil die legendären Pokémon fand ich am besten. Dieses Schöpfergeschichte und all so was fand ich gut. Ja, Chaos. Ja, genau. Das ist ein Coutini. Verbrenn es. Das hättest du sein können, Flora. Das hättest du sein können. Nein, aber du bist ein Lattwerk. Hey, warum habe ich das nicht? Aha. Das scheint eine spezielle Attacke zu sein. Es gibt manche Pokémon, die haben eine spezielle Attacke, wenn sie glühen, nämlich. Vielleicht hast du das auch dieses Glühen. Ja, das und du bekommst dann auch was. Hat man dir das nicht in der Naturzone erklärt? Ja. In der Naturzone? Ja, ich habe so welche schon irgendwie gesehen, die irgendwie so am Leuchten waren. Ja, dann solltest du bei denen auch aufpassen. Die könnten eine spezielle Attacke haben. Du meinst. So, das heißt jetzt. Hopplo entwickelt sich. Yes. So, zeig mal. Ich wollte mir ursprünglich die Evolution ansehen, habe ich dann aber doch nicht gemacht im letzten Moment. Also ja. Ich habe mir auch nicht angesehen. Ich wollte mich überraschen lassen. Dann schauen wir mal. Hoho. Ho. Da liegt mir, hat sich zwar ein Kickalo entwickelt. Nice. Ich meine, es ist ein Hase. Oh cool, die zeigen direkt den Pokédex-Eintrag. Gut. Sein flauschiges Fell schützt es vor Kälte und ermöglicht es ihm noch heiße Feuerattacken auszuteilen. Ein wirklich cooles Hasen-Pokémon. Zeig mal. Ist voll stark jetzt wahrscheinlich, ne? Pass auf. Ja, also vom Angriff und von der Initiative her relativ gut, muss ich sagen. Vergleich mal den Angriff von denen, ja? Mit denen. Der hat mal an, ne? Ja, ich weiß. Oh. Aber trotzdem, gegen meine Pokémon würdest du sowas von verlieren. Ja, ich mache auch irgendwie, weil ich voll casual Teams immer. So. Waifu. Ah, da kommt ja unser Arena Challenger. Dein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie, die war echt cool. Glückwunsch. Oh, sie findet mich cool. Ach, wo hast du denn Hopp gelassen? ich bin gerade alleine unterwegs. Verständlich, ihr seid schließlich Rivalen. Das ist immer auch separat zu trainieren. Wo du gerade hier bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Siehst du dieses Gebäude da drüben? Es gehört den Liga-Präsidenten Rosé und genauer gesagt seiner Firma.
Meine von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rosé nutzt das Erz, das dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Rosé spielt also auch eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Galar-Region. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er ist schon ein bewundernswerter Typ. Puh, jetzt habe ich dich ganz schön zugequatscht. Danke, dass du mir so geduldig zugehört hast. Hier, dieses Fluchtseil hast du dir verdient. Halt dich fest. Ein Fluchtseil. Oh. Basis-Item-Tasche. Mhm. Oh. Kann beliebig oft verwendet werden. Sehr gut. Und deine Pokémon kann ich bei Gelegenheit auch gleich wieder fit machen. Yeah, kostenlose Heilung. Bis Turfield liegt noch ein weiter Weg vor dir. Reisen können eben auch zur Arena Challenge. Mach's gut. Waifu, komm zurück. Geh nicht. Ist meine Waifu. Ja. Alles klarchen. Oh, jetzt sagt jetzt auf Funkelfunkel. Funkel. Oh, was ist das denn? Ich weiß, was es ist. Es ist ein Klonkett. Okay, sagt mir jetzt gar nichts. Du kannst ja eigentlich schon, du kannst eigentlich sowieso schon sehen, wo, was für ein Typ es sich handelt. Ja, ich überlege nur gerade, ob das irgendwie. Es hat nicht viel, ich habe nicht viel Angriffskraft, also versuchen wir mal. Auch Wolke eher. Aber was würdest du denn sagen? Was ist es denn für ein Typ? Stein. Das ist richtig, das ist ein Gestein-Pokémon. Ja. Ja. Okay. Oh, kannst es fangen. Fang sein. Ja, mache ich auch. Wir sind Team kommen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Warum nicht? Ein Gestein-Pokémon ist dabei zu haben, ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Ich habe da noch das ganze Spiel vor mir. Da können auch ganz viele kommen. Ich habe es zwar auch gefangen, aber ich hab's halt auch nicht im Team drin. Aber ich würde gerne mal sehen, wie es sich schlägt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ein Kohle-Pokémon. Es wurde vor circa 400 Jahren in einer Kohlemine entdeckt. Sein Körper besteht fast aus demselben Komponenten wie Steinkohle. Steinkohle, Kohle, 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 Kohle. Okay. So, da war, glaube ich, eine TM oder so. Ja. Hi. Wolltest du dich hätte an mir vorbeistechen, ohne vorher meine Pokémon zu bewundern? Ich habe dich angesprochen, du kleine. Du kleine Göre, ey. Nee, du bist eine Schülerin. Mathilde. Mathilde, du bist doch. Felilo. Ja, das Pokémon kennt man. So. Ja, okay. Komm, versuchen wir. Ja, Felilo ist nicht ganz so stark. Ja, das weiß ich. Die ganzen. Gen 5. Ja, wie, was war das Team nochmal? Hm? Das Team. Das böse Team. Von Gen 5. Ja. Team Plasma. Ja, ich glaube, die sind alle damit rumgelaufen immer. Ich glaube, ja. Nee, das würde ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die hatten andere Pokémon. Oh, nee, die Rivalen. Einer der Rivalen hatte das immer. Ja, einer der Rivalen. Hat damit irgendwie nie was gerissen. Stimmt. Da habe ich schon immer gewundert. Diese ganzen bösen Teams haben immer irgendwie die schwächsten Pokémon aller Zeiten. Ist ja schon mal aufgefallen, dass Team Rocket irgendwie nur Radfratz und Zubats hat. Ja, oder auch manchmal Terrosso. Ja. Oder Traumato. Ja, das sind ja noch stärkere, aber meistens immer Golbats, so Arbok irgendwie, ja. Über die schwächsten Pokémon aller Zeiten. Weißt du, die tun irgendwie die Welt erobern, ne? Ja, oder wollen es zumindest versuchen. Und kommen mit Radfratz und so um die Ecke. Ja, also hier, nimm die Flossenhose, ich hab einen Radfratz. Also nicht, wenn bereit ist einzusetzen. Oder Team Aqua und Team Magma mit Vivien, ey. Ja, Vivien oder Kalibana oder beziehungsweise sogar Mau. Komm, versuchen wir. Well, ja, okay, der wird vielleicht. Obwohl ich bin sehr tanky. Ne? Ich glaube, da war Team Galactic, glaube ich, das beste Team, glaube ich. Ach. Ich weiß nicht, ich würde auch sowieso sagen, dass Team Galactic wirklich das bedrohlichste Team von allen war. Mein Team Rocket, na gut, okay, Team Rocket ist Team Rocket, aber auch Team Aqua. Team Rocket ist ein Klassiker. Ja, Team Rocket ist Klassiker, aber Team Aqua, Team Magma, die wollten Landmassen, bzw. Meere vergrößern, was ziemlich brutal war. Ich meine, es würde sowieso das gesamte Ökosystem vernichtet werden. Aber hier Team Galactic, die wollten auch wirklich die Weltherrschaft mit Hilfe der Götter machen. Ja. Mann, das ist ganz schön brutal. Und dann kommt wieder so Team Plasma, ey. Und dann kommt Team Flare. Team Flare ist sowieso ein Witz. Jetzt genauso wie Team Skull. Ja. Weil, Team Skull gehört, glaube ich, zu den größten Trotteln, die es überhaupt gibt. Aber ich glaube, die sollte auch irgendwie nicht ernst genommen werden, irgendwie so. Wollte ich gerade sagen, Team Skull ist halt so ein Haufen, den sollte man auch nie ernst nehmen. Ja, so wie das Team, ja, anscheinend. Ja, Team Yell.
Nein, du. Dieses Raffel macht halt nur Geraffel, ey. Oh. Alter. Ja, der hat ein bisschen meine Verteidigung. Ja, Tobre hat ja Erstschlag, ne? Ich weiß nicht, ob Tobre Erstschlag hat. Ja, aber mal. Wird er wohl nicht den Angriff überleben. So. Du hast Eichhörnchen getötet. Ich würde es wieder tun. Ich auch. Ich habe eins von Mutter Naturs. Ach, die Initiative. Ich habe eins von Mutter Naturs schönsten Geschöpfen getötet. Oh, das hat mir gefallen. Ja. Jetzt ist Schnurzpiep egal, ob ich gewinne. Ich wollte dir einfach nur mein Pokémon zeigen. Warum hast du dann gegen mich gekämpft? Ja. Du hättest doch einfach zu mir hinkommen können und sagen: Hey, schau dir mal mein Rad, meine Ratte, Eichhörnchen-Dingens an. Deine Raffel. Genau. Raffel, so heißt das Pokémon. So, oh, da ist ein Baum zum Schütteln. Da solltest du aufpassen. Ja, da können Pokémon runterfallen. Ich weiß, das ist mir auch schon passiert. Dann habe ich schon mal alle Beeren verloren, ey. Guck mal, das war die Attacke, die ich verlernt habe. Ja. Willst du den Beerenbaum schütteln? Ja. Und dann klauen dir irgendwie alle Bären irgendwann. Ja. So. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja. Den Bären. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass mir ein neues Pokémon über den Weg läuft. Also 13 Mal. Jetzt kommt's. Au! Es ist ein. Au, oh, Raffel. No. Ich hätte jetzt mit einem anderen Pokémon gerechnet. Ich hätte mit Kikugi gerechnet. Ich weiß gar nicht mehr, was mir vom Baum. Oh. Ach, Initiative. Na. Na. Obwohl, deine Initiative geht jetzt runter. Ja, seine geht runter. Aber ich weiß nicht, ob du immer noch fliegen kannst. Na. Du bist entkommen. Hast du ein Glück? So, jetzt sammle ich erstmal alles ein. Ja, Frage, aber ein, hallo. Ja. Ich mach trotzdem noch gewinnen. Ja, guck ja, dir an. 4 Silberbeere gegen Vergiftung und 6 Silberbeere, um ein paar KP aufzufüllen. Ja. So. Ja, ich meine, was will man mehr? So. Ja. Warte mal. Ja, hier, 10 Bälle. 19 KP. Ja, und einen zum Tragen habe ich auch gegeben. Ja. So, Hallöchen. Ich glaube, das sind alles Clonkets. Ja. Was ist denn für einer? Hm, hier ist nix. Hi, was geht? Wo ist der hingegangen? Ah, da bist du. Ich stelle sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Oh. Ich glaube, der war etwas kurzsichtig. Ich glaube auch. Der Peter. Fotogel. Ah, ja. Ich hoffe, du kannst keine Eisattacken. Oder Flugattacken. Ja. Oh ja. Ich meine, Fotogel kann auch fliegen lernen. Ich meine, auch wenn es ziemlich komisch ist, wenn es fliegt. Ja, aber auf Level 14. Geschenke. Das hat dir Schaden gemacht. Ja, okay. Damit kann ich überleben. Ja, ich meine, ich habe mal in der Animation gesehen, wie ein Votogel fliegt. Und er fliegt halt nur mit einem Arm. Oh. Weil in der Hand muss er ja den Sack festhalten. Ich habe auch nicht so ein gutes Moveset mit meinem Pokémon bisher. Das wollte ich gerade sagen. Der Moveset ist echt nicht gerade optimal. Jetzt kommt mein weiterentwickeltes Pokémon. Jetzt mache ich dich fertig. Pass auf. Und jetzt? Heimlich. Nein. Wow. Als ich mal in der Naturzone gegen den Boto gekämpft habe, aber seine Geschenkattacke hat immer Schaden gemacht. Immer. Und dabei ist er weg. Ja. Boto-Gel! Rip. Oh, das hat einfach aus Boto gegeben. Hey, guck dir mal dieses Level ab an. Nee. 2-0-0-1-1-0? LOL. Ja. Da habe ich dir vor versehentlich den Sieg geliefert. Oh, eine Menge Geld. Ja, und eine Menge Geld. Übrigens stecken voller Gefühle, das muss man so sorgfältig zustellen. Hey, das ist ein Camp. Ja, du kannst da reingehen zum Beispiel. Ja, du kannst die mal ansprechen. Schlag doch mal dein Zelt auf und guck etwas, um deine Pokémon aufzupäppeln. Ich hätte eine Beere für dich, die du beim Kochen bestimmt gut gebrauchen kannst. Ja, hier zum Beispiel ist genügend Platz, um eine Zeltlage aufzustellen. Besuche einfach das Zelt eines anderen, um sein Pokémon-Camp zu besuchen. Du bist übrigens herzlich eingeladen, hier in meinem Pokémon-Camp vorbeizuschauen. Alles klar. Will ich machen. Pokémon Lea. Pokémon-Trainerin Lea. Pokécamping. Beim Pokécamping kannst du mit deinem Pokémon spielen und ihn essen, um so
spielen und mit ihnen essen, um so eure Freundschaft zu vertiefen. Wenn du viel mit deinem Pokémon spielst, kann es sein, dass sie sich im Kampf sogar noch mehr für dich ins Zeug legen. Spiel mit deinen Joy-Con Controllern, die habe ich jetzt gar nicht zur Auswahl, also ist auch nicht. Wenn du seinen Pokémon kannst du dort mit Fist und Die Trainern spielen. Okay. Das sind, nehme ich mal an, ihre Pokémon alle. Ja, aber das gibt drei, ich glaube, deine sind da auch dabei. Oh, nee, naja, halt. Nee, bin ich. Okay, das hier vielleicht. Ja, das da auch und vielleicht Vulpix. Du da. Komm her. Boah. Au! Das dachte ich mir auch so, oder? Das Pokémon haut dich! Du kannst aber auch. Ich will mal was kochen. Bereite ein leckeres Gericht aus Sudan und Beeren einer Wahl zu. Je hochwertige Lebensmittel sind, desto mehr Beeren und Essen gibt es, desto besser schmeckt es. Um das Feuer zu regulieren, sobald wir mit Kochen beginnen. Früher dann als mit den Schöpfkelle, ne, ein Festmahl, das ist das richtig fair, als für alle Essen fassen. Ja, auf die Bogen und Nightcamps, nehmen wir Kavier und macht dir gegenüber zutraulicher. Ja, was möchtest du tun? Ich will kochen. Möchtest du mit Lea kochen? Ja, warum nicht? Jetzt wird gekocht. Bitte wähle die Beeren aus. Okay, wenn du alleine kochst, dann hast du auch noch eine Basiszutat, die du da rein tun sollst. Wie viele willst du hinzufügen? Kann insgesamt bis zu 10 Himbeeren hinzufügen. Es müssen nicht immer dieselben sein. Nur damit du weißt. So. So. Mach mal das mal. Ich würde noch mehr Beeren hinzugeben, damit es mehr Punkte gibt. Ach, reicht schon so. Ja, nochmal ausprobieren. Einfach masse ich das auf Strich und Faden, dann sind alle Beeren weg. Ja. Oh, Frikadellen! Los geht's! Fächeln! Luft zu fächeln, A drücken. Weiter zu fächeln, immer weiter drücken, bis das Feuer entfacht ist. Nicht so schnell, sonst geht's aus. Ich weiß, was ich tue. Ich bin Star-Koch. Ich bin Gordon Ramsay. So, und jetzt rühren. Mit dem rechten Stick. Diese Suppe ist trocken. Aber nicht zu schnell rühren, sonst läuft's über. Spürst du es auch, Lea? Ja. Jetzt. Bonk. Und es ist trocken. Es ist trocken. Guck mal da. Na, jetzt kommen sie alle. Schaffe jetzt Frikadellen aus Beeren? Ja, und Frikadellen. Nom. Tot. Und jetzt ehrlich sich da alles alleine. Oh. Gute Klasse, wohin genau? Alter, du hast ein besseres Gütesieg als ich bekommen. Sag doch, ich bin Starko. Du bist kein Starko. So. Du bist nicht Gordon. Oh, du hast ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Das ist ja wie in Final Fantasy 15. Du kochst und deine Charaktere leveln auf. Ist das wirklich so? Ja. Ich habe nie Final Fantasy gespielt, es tut mir leid. Ja. Je nachdem, was mein Typ einem Pokémon angehört, ist es ein Kampf entweder im Vorteil oder im Nachteil. No shit, Sherlock, das wissen wir schon seit der ersten Gen. Schüler finden. Ha, wo ist Jake? Ja. Oh, da ist ein neues Pokémon. Der Thermoport, das kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, was für ein Typ es hat. Das sieht aus wie Käfer Elektro irgendwie. Käfer Elektro? Ja. Ich glaube, ich setz mal Rasierball ein. Also Pot, so wie iPod, habe ich jetzt irgendwie gedacht. Autsch. Es sitzt Biss ein. Hm. Tatsächlich ist es ein Käfer-Pokémon. Es ist auf jeden Fall ein Käfer-Pokémon. So viel steht fest. Haben wir schon wieder auf mein Dings wechseln? Ich würde auf Clonkett wechseln. Gegen Steine ist ja gegen Käfer effektiv, ne? Richtig, weil Steine zermatschen Käfer. Aber wir geben dir mal eine Chance, Clonkett. Bonk. Bonk. Wickel. Wickel. Hat zwei Schaden gemacht. Ah, jetzt leider bekommst du noch mehr Schaden. Na. Weil er ist ja nicht so broken wie in der ersten Generation. Wollte ich sagen, ey. Okay. Ja, fliegende Pokémon fallen da rüber. Und Katapult!
Tatsächlich, es ist ein Käfer-Pokémon. Sieht aber trotzdem irgendwie aus, als wäre irgendwie Elektro oder so. Ja, es ist ein langer Raub oder ein Tausendfüßler. Ja, wegen Pott, deswegen. Obwohl Pott ist auch irgendwie Anthropott oder irgendwie so. Ich weiß auch immer, was das für ein Typ ist. Das ist die Weiterentwicklung von Serket. Ne, Sensex, ist Sensex, wie hieß das? Ich glaube, du weißt, was für ein Typ das ist, ne? Käfer. Ja, es hat aber noch einen anderen Typ. Halt dich fest. Das ist dieser Glubschaugen-Käfer. Den habe ich nur einmal getroffen bisher. Ich kann dir mal sagen, was das für einen anderen Typ hat. Es ist ein Käfer-Psycho-Pokémon. Ja. Ja, mir ist egal, ob der jetzt kaputt geht oder so. Ich würde Klonke tatsächlich trainieren. Allein um zu sehen, wenn die sich schlägt. Vor allem, der überlebt jetzt auch noch, ey. Ich würde eigentlich jemand anders irgendwie die Erfahrungspunkte hier abstaubt. Eigentlich, ich würde trotzdem... Warum setzt du ein Pokémon ein, das gegen Käfer-Pokémon nichts machen kann? Er hat auch noch wenig HP. Er hat Lichtschild aktiviert und er kann Käfertrotz und Konfusion. Das wusste ich nicht. Ah! Ich habe doch gerade gesagt, dass es ein Psycho-Pokémon ist. Ich habe nicht aufgepasst. Warum hörst du nicht zu? Ich hole eine Kokosnuss raus und esse sie. Ja. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt geht der dadurch kaputt. Du weißt, dass der Lichtschild aktiv hat. Der geht noch dadurch kaputt. Ich habe nicht gesagt, mich einschlag, aber. Warum setzt du dich einfach Turbodreher ein? Ist doch noch schwächer, glaube ich. Ist zwar nicht Step, aber es ist eine physische Attacke. Okay, weil er hat ja gerade Lichtschild aktiv. Na. No. Step? Was ist denn. Seht ihr, Leute? Das ist mal was passiert, wenn er mich nicht hätte. Ich bin gut in dem Spiel. Ich gehe die Sachen nur anders an. Schlafhin wurde besiegt. Wenn man jemanden herausfordert, der älter ist, fühlt man sich im Nachteil. Ich weiß doch, wie du deine Teams immer zusammen. Du nimmst immer die ganzen Bonzen und so in deinen Teams. Ich weiß doch, du hast dich gefragt, aber das in Sonne und Mond gab. Ja, Butalanda, Gengar und so. Oh, hey. Währenddessen bin ich mir Pokémon Let's Go mit Porenta und so rumgelaufen. Und Parasek. Warum eigentlich? Ja, macht mir Spaß. Weiß ich nicht. Macht das Spiel schwieriger. Ich habe auch zum Beispiel nicht Wechsler eingestellt hier. Als ob ich es mir schwerer machen sollte. Ich meine, mach mir doch nicht unnötig noch schwerer. Galarmida 1. Oh, die solltest du ansprechen. Ja. Oh. Aber erstmal Funke! Kapselverteilung. Mit so einem Kapseln rein. Ja. Hallo, meine kleine Schwester und ich betreiben hier unser eigenes mobiles Pokémon Center. Auch geil. Auf Peppeln. Und ihr seid ansprechen. Alles klar. Die sind so wie die Ärzte aus. Ja. Schwarz und Weiß. Ja. Galarmida 1. So. Oh. Hallöchen. Na, dick da. Was zum. Hast du diesen Waggon gerade gesehen? Ja. By the way, das war ein Pokémon. Ja, das sah irgendwie so aus. Ja, da jetzt hier ein mobiles Pokémon Center ist, kann ich ja einfach. Ja, hier kannst du ein bisschen ein Flora trainieren tatsächlich. Hier findest du nämlich hauptsächlich Boden und Gestein Pokémon. Bitte hau den nicht kaputt damit. Ich glaube, das könnte ihn. Ich glaube, Dickdas haben sehr wenig Verteidigung. Stimmt, Dickda hat sehr wenig Verteidigung, auch sehr wenig Spezialverteidigung. Dickda wird down gehen. Ja. Oh. Aber keine Sorge, du findest sie genügend, Dickdas. Ich würde die Gunstestunde nutzen zum Trainieren. Ich krieg schon genug Training. Ich will das hier haben. Was ist das? Nix. Oh. Da, noch ein Klonkett. So. Ist dann wirklich sicher, hier rumzulaufen. Ich hab's doch gerade gesehen, da noch mal Funkel und Glitzer. Ja. Geh nochmal zurück. Da. Da. Diese Funkel, da. Glitzer. Ein Sternstück. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Ja. So. Funkel. Hi. Jetzt Gestein und Boden Pokémon ein. Und ich bin ein Dream Team, obwohl ich sowohl auf der Arbeit auch im Kampf als auch im Kampf. Das stimmt nicht. Sein Pokémon ist echt nicht gut. Dirk. Kiesling. Sag ich doch. Ein absolut schwaches Pokémon. Ja, aber wenn er jetzt Dings hat, diesen einen, dass der seine Fähigkeit hat, der einen Angriff überlebt. Ich glaube nicht, ich meine, er hat es nicht. Ich glaube, er hat nicht Robustheit, ich glaube, er hat Steinhaupt. Und jetzt in die Fresse. Warum haben wir Bruchrüstung? Zeigung von Kiesling sinkt, aber Initiative steigt stark.
Ja, ja gut, okay. große Überraschung, mein Flora ist langsamer. Ja. Das hat 8 Initiative. Ja. Das ist echt traurig. Das ist wirklich traurig. Asiro Blatto. Asiro Blatto. Rückrüstung wird nochmal. Er verliert wieder Verteidigung. Und er hat mittlerweile plus 4 Initiative, ey. Der düst jetzt hier gleich durchs Kampf. Ja. Mit seinen zwei Beinchen. Boah, ich stell mir halt gerade so vor, als sieht voll witzig aus. Mein Kopfkino ist gerade unbezahlbar. Warte mal, wie will er denn überhaupt was sehen? Ich meine, er hat noch nicht mal ein Auge. Jetzt nicht mehr, nein. Jetzt nicht mehr. So. Okay, das war nicht ganz so traumhaft. Ja, no shit, Sherlock, ne? Das war der Vorführeffekt. Auf der Arbeit ist unser Zusammenspiel ein wahrer Traum, ja. Will das Pokémon überhaupt machen? Es hat nicht mal Arme. Das Ball. Das willst du haben, ne? Ja. Superbälle. So. Oh. Felswurf. Nicht schlecht. Felswurf ist eine relativ gute Attacke. Ja, ob die irgendjemand von meinen Pokémon lernen kann, glaube ich nicht. Klonkett. Ich nehme das aber nicht in mein Team auf. Warum nicht? Keine Ahnung, ich will was anderes. Ich habe einen elitären Geschmack. Jetzt ja auch nur Ansprüche stellen. Hey du, na? auf der Arbeit ordentlich was schaffen, muss regelmäßig trainieren. Der Blick so. Okay, komm. Ihre Haare wehen im Wind. Praktibike, achso. Okay. Ja, ein Pokémon aus der Gen. Ein Praktibike, das kann man sehen, was für ein Typ es ist. Ja. Oh Gott, ja, 3 Pokémon. Ja. Oh Gott. Steinwurf. Ich bin Tanky. Wolflaum wirkt. Los, Rasierblatt. Rasierblatte ist weg. Das war ein Volltreffer. Ich wollte gerade fahren. Das soll ein Volltreffer gewesen sein? Das steht Lache. Ich dachte doch. Ja, macht die Kämpfe aber ganz schön lange, wenn jedes Mal Wolflaum aktiviert wird. Ja. Oh. Deswegen habe ich es auch nicht in meinem Team drin. Na, warte, ich krieg dich darum. Pass mal auf. Oh, jetzt bin ich schneller als du. Was sagst du jetzt? Das heißt, du musst unter 8 Initiative haben, was sehr traurig ist. Ja. Ja. Ach, jetzt. Aber. Ja. Ja. Na komm. Los, komm. Dreh es um. Ich schon sagen, wenn das jetzt ein Erstschlag angefangen, ne? Nee, die Bank hat keinen Erstschlag angefangen. Das ist down. Hast du gut gemacht, bin stolz auf dich. Kronkel erreicht Level 15, der versucht Steinpolitur zu erlernen. Keine Ahnung, ja. Was, Dampfantrieb? Stimmt da? Ja, Dampfantrieb. Hey, wenn du von der Feuer- oder von der Wasserattacke getroffen bist, kommst du in Boost. Oh, noch einer, ehrlich? Ja. Oh. Der hat insgesamt 3 Pokémon, hast du nicht gesehen. Ja, aber noch mal so einen. Da muss ich mal meine dicken Bonzen hier rausholen. Du musst die großen Jungs rausholen. Groß Geld. Der hat eine Drehung gemacht. Hast du die Drehung gesehen? Die war extrem elegant. Ja. Boah, ich brauche dringend einen physischen Feuerangriff, ey. Ja, wie Feuerfähiger oder so. Warte, ja. Oder Flammenrad oder was weiß ich. Der dreht sich dann einfach so wie Sonic oder so. Ja. Ich bin so noch am Leben. Erst Shark. Kiha! Nein, you missed by a while. Okay, 2 Level 16er. Ja. Gewissheit. Gewissheit. Das ist ein physischer Angriff, ja. Tatsächlich. Ja, schon Schaden genommen, wird diese starke, die Stärke der Attacke verdoppelt, aber das klingt nicht schlecht. Ich würde den Zug vergessen. Du könntest mit Klauenwitzer deinen Angriff steigern. Ja. Und deine Genauigkeit, nicht zu vergessen. Level 16, Verteidigung 30. Alter. Kanon. Was sind das noch? Angriff mit Gesang sind Anwender mit allen im Kanon steigt die Stärke. Ach so, das ist so. Nee. Ja, das ist aber speziell. Obwohl das ist speziell, genau. Das ist speziell, ich würde. Ich tue auch doof dafür aus. Ja.
Das ist so eine Attacke, die würde ich nie einsetzen. Natürlich lieber mein Glück mit Gesang irgendwie. Weil wenn er beim ersten Mal daneben geht, ja, dann hast du so dann, und beim zweiten Mal trifft, dann hast du so oder so irgendwie die gleiche Situation. Übrigens nochmal ein Praktikal. Wir haben insgesamt dreimal dasselbe Pokémon dabei. Muss echt Spaß machen, du zu sein. Ja. Ja. Der hat genauso viel Schaden gemacht. Er hat ihn mit seinem Holzbalken geschlagen. Was willst du jetzt dagegen tun? Ich verbrenne den. Nimm den all seine... Träumefalken. Ja, ja. All das, wofür er steht. Ich meine die Weiterentwicklung. Der hat wenigstens Stahlbalken bei sich. Ja. Und dann so zwei Stahlsäulen. Steinsäulen. Steinsäulen. Das war eine lehrreiche Trainingseinheit. Hey, ich freue mich. Yay. Aber oh, nichts hat sich entwickelt. Training ist wichtig und nach einem Fehlschlag dran zu bleiben ist sogar noch wichtiger. So, warte mal noch hier. Part ist gleich vorbei, aber. Das ist ein TM. Oh, Grimasse. Na. Warum sollte man das als TM nutzen? Erklärt mir das. Ja, dann war es das für diesen Part. Erstmal funktioniert es einsammeln. Säckchen Sternenstaub. Ich gehe noch mal zurück zum mobilen Pokémon Center. Vielleicht begegne ich irgendwas Neuem auf dem Weg zurück und dann beenden wir den Part und sehen mal. Oh, ich bin immer ein Kieselstein gestolpert. Nicht der Kieselstein. Okay, also mal den zu fangen und dann was hat. Denke, dass Kiesling dein Angriff überleben. Ja, okay. Ich denke, Kiesling wird dein Angriff überleben. Noch mehr Sorgen um mein Pokémon. Ja. Boah. Alter. Oh. Ja, komm. Ja. Obwohl wir haben jetzt eine Unlichtattacke. Ja. Ja, sogar zwei Unlichtattacken, Gewissheit und Standbauke. Ja. Tarnsteine. Wow, zum Glück habe ich vorher gewechselt. Um die Pokémon auf deiner Seite herum fliegen spitze Steine. So. Bitte geh nicht down dadurch. Ja. Da siehst du, dein Kuro ist jetzt doch wesentlich stärker. Ja, jetzt schon. Warum setzt du nochmal Tarnsteine ein? Das ist fehlgeschlagen. Das könnte man nochmal mit Giftspitzen machen. Und Stachler, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es mit Stachler geht. Ich meine, ja. Ich bin mir nicht sicher. Bonk. Klasse, Kiesling wurde gefangen. Das könnte ein geiles Brokkolus werden. So schade, dass es kein neues Pokémon ist. Ja, weil Kiesling ein Pokémon aus der 5. Gen ist. Sein Körper ist hart wie Stahl, aber nach einem längeren Aufenthalt im Wasser weicht es ein wenig auf. Weicht er wohl ein wenig auf. Okay. So, hey. Hey, packt die Ball. Das geht ab, packt die Ball. Überlad. Großer Morph. Okay. Also jetzt ist er weg, jetzt können wir rauskommen. Boah. Okay. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Das wird auch wahrscheinlich die letzte Folge mit dem Metal Mario Master sein. Ja. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Gastauftritt gefallen und hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar, auch bei Metal Mario Master. Dankeschön. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Schwert. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao. Ciao.